Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gefleckten Unterhaltung, zu einer neuen Aufnahmesession von Die Gilde 2 Renaissance. Ja, was sind wir also wieder? Und es geht schon wieder gut los. Wir verdienen wieder Kohle ohne Ende. Ich bin gespannt, ob irgendjemand mitgezählt hat, wie oft ich den Satz im ersten Part gesagt habe. Das war mir echt schon peinlich. Aber ihr seht, wir verdienen wirklich ziemlich gut. Also man kann sich in der Hinsicht echt nicht großartig beschweren. Was haben wir denn alles? Also wir haben hier vorne unser Gauklerlager, das wir ja schon aufgewertet haben. Da dürfte auch nichts drin sein. Spielhilfe, geh weg. Ja genau. Wir könnten unsere Angestellten nur zum Weidenruten sammeln holen. Die sind, das kann man auf der Karte immer sehen, wo die ganzen Rohstoffvorkommen sind. Danach sollte man auch ein bisschen so richten, wo man seine Betriebe auch hinbaut. Als Handwerker oder auch als Gaukler ist es zum Beispiel ganz cool, dass das Lager ist jetzt zum Beispiel hier, dass hier Tonerde ist, denn die braucht man sowohl als Gaukler als auch als Steinmetz. Und wenn wir hier zum Beispiel in unserem Lager die Weidenruten sammeln wollen, dann würden wir die hier, nein, hier ist Spinnenbein, aber es war irgendwo da hinten, glaube ich. Es war relativ weit weg. Oder auch nicht. Gab es hier nicht irgendwo? Hier ist Holzkohle, hier ist Eisen. Das bleibt uns halt leider alles verwehrt als ehrlichem Gauner. Ach ja, wir haben ja noch das Söldnerlager gebaut. Ich erinnere mich gerade. Das steht ja irgendwo hier drüben, oder? Ja, genau, hier steht das Söldnerlager. Wir verlangen ja die ganze Zeit Wegzoll von unseren Leuten. Und alle, die zum Gottesdienst wollen, müssen hier bei uns vorbei. Das ist eigentlich eine ziemlich miese Ecke hier. Wenn unsere Leute hier nicht gerade Wegzoll kassieren, werden hier die Räuber aufmüpfig und rauben die Leute aus. Ich glaube, der Spätum gehört nämlich wirklich hier zum Räubernest. Und irgendwo hier habe ich gerade... Ah, hier ist... Das ist halt der Nachteil, wenn man als Räuber spielt. Man muss halt das eine oder andere Mal auch eine Eskorte niedermetzeln. Ja, ich meine, gut, das sollte die Söldnerin wohl locker gewinnen. Oh, die gehört zur fremden Dynastie sogar. Interessant. Oh, da, okay, das überlebt der Typ natürlich nicht. Ach, das ist ein... Oh, die gehören zur Dynastie, die hier drüben in Danzig stationiert ist. Ah, das war die Eskorte hier. Ah, interessant. Die würden uns wahrscheinlich... Achso, ich habe gedacht, sie bläst gerade auf einer Flöte. If you know what I mean. Nee, hier ist ein Arsenal. Auch interessant. Wenn wir von denen halt Wegzoll verlangen, kann es auch sein, dass wir angegriffen werden. Das heißt, eventuell sollten wir uns Gedanken machen, dass wir die Leute auch ausrüsten. Ja, ihr seht gerade, wir verlieren hier massiv Reputation, wenn wir hier abkassieren. Und vielleicht sehen wir das hier gleich nochmal. Aber jedes Mal, wenn der hier halt vorbeifährt. Ich weiß nicht, nach welchem Muster die Leute hier abkassieren. Das ist halt immer so eine Sache. Erweitert haben wir, glaube ich, alles, oder? Ja. Gebäudeschutz anbieten, das ist auch ganz nett. Wir könnten das Lager eigentlich gleich aufwerten. Ich weiß halt leider nicht genau, wie viel das Lager so an sich bringt, überhaupt an Geld. Ich hätte irgendwie eher Lust, hier mein Kapuff aufzubauen, damit mehr Mädels sich hier verhuren können. Denn das bringt auch mal nicht so wenig Geld. Ja, ich glaube, das ziehe ich tatsächlich dem vor. Schauen wir mal kurz, ob es hier im Hafen irgendwelchen günstigen Schutz gibt. Aber das ist alles schweineteuer, ohne Schnappschlosspistole. Mir würde schon ein Dolch reichen, damit meine Leute zumindest irgendeine Waffe haben, aber es ist halt alles sauteuer. Vor allem hier der Kürass 11.000, na Prost Mahlzeit. Oh, und hier wird auch wieder gekämpft. Was ist denn hier los? Was seid ihr denn? Oh, es sind Räuber. Oh, der hat sich wohl gewehrt dagegen, ausgeraubt zu werden oder hat den Taschendiebstahl bemerkt. Das ist natürlich bitter. So, schauen wir mal, gibt es hier andere Eisenbahnen? Ja, das tut es. Hier gibt es viel mehr.
Und da gibt es auch Dinge, die nicht ganz so preislich abgedreht sind. Hier eine Keule. Was macht denn eine Keule für einen Schaden? 10. Was macht ein Dolch? 8. Ein Kurzschwert macht 12. Die Produktion wurde unterbrochen. Ah, Kupfermünzen. Ja, das ist normal. Warum sollte ich mir eine Keule kaufen mit Schaden 10, die viel teurer ist als ein Kurzschwert? Die Logik muss mir jetzt mal erst einer erklären. Machen Kriegsbeile mehr Schaden? Ja, viel mehr. Streitaxt, ja. Schwere Streitaxt 30. Doppelaxt 35. Was macht das Schnappschloss? Gold. Ich bin irgendwie versucht, zwei Dolche für meine Söldner zu kaufen, damit sie zumindest eine Waffe haben. Wenn, naja, man weiß ja nie, ne? Der Karren knarrt. Ja, lass ihn knarren. Ich schicke sie zumindest mal hierher. Wo waren die denn billiger? Da kosten sie 3,23. Und hier auch. Ist das? Okay, das ist dasselbe. Na gut, wir könnten aber hier mal bei unserem Pfandleiher die Kupfermünzen verkaufen. So sei es. Der Karren knarrt. Die Kupfermünzen bringen nämlich auch ganz gut Geld. Das Problem ist, dass der Arbeiter hier irgendwie relativ umsonst ist, wenn ihr mich fragt, denn der stellt ja jetzt nicht wirklich was her. Kredite anbieten kann ich mit ihr auch. Tue ich das gerade? Ja, das tue ich. Geld senden will ich ja nicht. Geld spenden will ich auch nicht. Du Ich bin bist bereit. irgendwie unnötig, mein Ja. Freund. Deswegen hau ich dich einfach mal raus. Ich meine, ich zahle ihn ja dann quasi für umsonst. Das findet er zwar nicht unbedingt geil und wir haben auch gerade gesehen, er hat seine komplette Erfahrung verloren. Er ist jetzt wieder Level 1. Aber dafür kriegt sie jetzt halt die ganze Erfahrung. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wir geben ihr mal ein bisschen Charisma. Das kann ja auch nie schaden. Wo ist der Feind? Oh, er hat auch ziemlich viel. Was gebe ich dir denn? Na gut, du bettelst, also gebe ich dir auch mal Charisma und Rhetorik. Ist ja egal. Und wir haben schon wieder ganz gut Geld. Ja, das passt schon. Ich möchte bitte gerne kaufen. Aber es sind 0 Dolche im Lager. Das hätte ich natürlich auch vorher mal checken sollen. Hier, das kleine Symbol hier gibt immer die Anzahl an. Das ist auch das Problem, wenn man selber keine Waren herstellt, die man gerade braucht. Oh, hier ist alles voll mit Räubern, sehe ich gerade. Dann gibt es halt davon irgendwie nicht viel. Deswegen mag ich es eigentlich ganz gern, wenn man hier einen Gelehrten spielt. Denn dann, wenn man einen Gelehrten spielt, kann man auch einen eigenen Arzt machen. Wenn man krank wird, kann es sein, dass man stirbt, weil die NPCs es nicht fertig kriegen, die Waren herzustellen oder die Behandlung durchzuführen. Das Team Muck ist mir gerade vollkommen egal. Was kann ich denn hier kaufen? Brennt hier gerade was? Was macht die denn hier? Okay, ich glaube, die ist gerade aufgestiegen. Das sieht ja interessant aus. Was kaufe ich denn dann? Ein Kriegsschwert? Viel zu teuer. Hier ist eigentlich nichts Brauchbares. Ich könnte zwar schauen, ob sich hier in Danzig was findet, aber hier ist ja das Räubernest. Da sollte ich eher aufpassen. Und hier ist auch ein Räuberlager, das heißt, wenn ich Pech habe, werde ich ausgeraubt und das ist alles fort. Das wäre mir nicht so recht. Ich könnte natürlich hier irgendwas mitnehmen, damit ich zumindest einen gewissen Schutz habe. Wie wäre es mit dem Beil? Schaden 24. Ach ja, komm. Wo soll's hingehen? Machen wir das halt mal. Ist doch egal. Fahr mal hier hin. Ich hoffe, dass du da nicht schon überfallen wirst, denn dann drehe ich gepflegt durch. Oh, die hat ganz schön auf die Fresse bekommen. Sehe ich gerade. Die Gilde der Verborgenen sucht Waffen. Wo ist die jetzt hin? Ah, hier Was ist sie. denn?
Ah, nee, das war nicht unsere. Okay. Ich habe gerade gedacht, das war eine von unseren, die hier so viel Leben verloren hat. So, können wir mal sehen. Verdienen wir hier irgendwas? Ich sehe hier immer nur, dass wir Reputation verlieren, aber ich sehe hier kein Geldsymbol. Das irritiert mich ein bisschen. Bist du vom Level her? Oh, du bist ziemlich gut vom Level her. Du verlangst hier weg zu. Naja, okay, vielleicht du. Gibt's hier Gebäude verwalten? Nee. Aber ich könnte hier noch jemanden einstellen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, wir sind hier. Oh, der Tag endet gerade. Und es ist Winter 1412. Und, ach ja, Autosave. Ich vergaß. Warte mal, wer von euch zwei hat denn bessere Fähigkeit? Der hat 636. Und sie hat 536. Okay, dann ist er der Bessere. Dann, oh doch, der hat einen Dolch. Ah, er hat einen Dolch, sehr schön. Aber du kriegst jetzt Das trotzdem. Inventar ist voll. So. Und den Dolch, den nehme ich wieder mit. Uff. So, warte mal, schauen wir mal. Okay, sie hat auch einen Dolch und er hat. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Und er hat jetzt ein Beil. Okay, damit sollte er schon mehr Schaden anrichten Wohin können. soll's gehen? Du fährst jetzt bitte zu meinem Hauptcharakter. Wo steht der denn hier? Dann soll er sich bitte den Dolch schnappen. Denn er hat nämlich keine Waffe. Oh, hier ist ganz schön was los. Im Winter bewegen sich übrigens die Karren und die Arbeiter, glaube ich, auch deutlich langsamer. Das ist immer so eine Sache. Oh, wir haben schon wieder Geld ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn. Dann kann ich das Söldnerquartier ja doch noch aufrüsten. Spricht ja eigentlich nichts gegen, oder? Wir haben das Geld ja. Krass. So, wo ist denn unser Kapuff? Das braucht nicht mehr allzu lange. Okay. Dann können wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir jemanden ausschenken lassen. Das ist nämlich auch noch eine Möglichkeit. Hier wird der Dom gerade zur Kathedrale aufgewertet. Hier ist eine Kunsttischlerei inzwischen. Das ist die höchste Stufe des Tischlers. Ich frage mich, ob wir hier eigentlich ganz gut Geld machen. Aufgewertet haben wir das, glaube ich, ja schon so weit, wie es geht. Ja. Eisen. Okay, fürs Pfandhaus wäre es halt echt perfekt, wenn wir ein Handwerker wären. Okay, das wusste ich leider nicht. Aber wir können uns ja irgendwann später noch einen Titel kaufen und sie dann als Doktorin arbeiten lassen und einfach jemanden anderen die Kredite vergeben lassen. Dann warst du wieder dumm, dass ich den Typen gerade gefeuert habe, aber. Ach, egal. Das wollte ich nicht. Kreditgeschäfte regeln. Ja, wir können. Okay, wir haben 6 Schuldner und die schulden uns 779. Ich pumpe noch mal ein bisschen Geld rein. Kann ja nicht schaden. Warte mal, ist der jetzt schon hier? Ja, der ist schon hier. Bitte das an ihn geben. Wohin soll's gehen? Und jetzt darfst du wieder zurück ins Kein Weg ist Söldnerlager mir zu fahren. weit. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn wir zumindest irgendeine Bewaffnung haben. Ich meine, eine Rüstung wäre mir lieber, aber ihr seht ja, es ist ja fast nichts verfügbar. Ich würde für meinen Hauptcharakter sogar einen Kettenpanzer. Ah, Rüstungswert 30. Okay, das kann ich aber auch meinen Söldnern geben. Hier ist alles voll mit. Achso, das sind Rezeptsammler, keine Räuber. Ah, interessant. Ich dachte die ganze Zeit, das wären Räuber. Ja, wenn jemand läuft, dann ist das für mich meistens so ein Alarmzeichen und hier wird schon wieder gekämpft. Was man natürlich auch machen kann, hier, oh, hier ist eine riesige Geldleihe. Hier ist auch eine Spelunke. Ein Gebäude wurde aufgewertet.
Okay, die Spelunke wurde aufgewertet. Was man natürlich auch machen kann und eventuell machen sollte, ist zum Beispiel, wir sehen ja, hier ist eine Spelunke und wir haben eine Spelunke. Und die Spelunke wird, glaube ich, sogar gerade zur letzten Stufe aufgewertet, zum Kabuff. Das ist natürlich Konkurrenz für uns, ne? Wir könnten jetzt natürlich versuchen, das Gebäude einfach niederzubrennen oder sonst wie zu sabotieren, damit wir quasi das Monopol haben. Oder wenn wir zum Beispiel von den ganzen Diebesbanden hier genervt sind, dann könnten wir auch zum Beispiel sagen, ich finde jetzt hier gerade, was ist das, eine Backstube. Hier wird gekämpft. Und die stehen nur daneben und schauen zu. Das ist ja nett. Arsch. Wir können natürlich auch sagen, dass wir zum Beispiel die Diebesgilden in der Stadt sabotieren. Alles möglich. Gildenmeister. Oh, wir sind Gildenmeister der Verborgenen geworden. Roderick Maurer, das ist ja interessant. Als Ja. Gildenmeister können wir in der Gildenhalle irgendwas machen. Und ich gehe jetzt einfach mal rein und schaue mir das an. Ich meine, wenn. Meine Klinge ist scharf. Ich weiß, dass deine Klinge scharf ist. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Okay, ich warte hier noch ein bisschen. Ist jetzt schon drin? Ne, er bewegt sich noch. Wir können nämlich. Oh, wir sind jetzt Feinde der Dynastie Espenlaub. Ja, wahrscheinlich, weil wir hier eben unsere Söldner hier im Einsatz haben. Das finden natürlich manche gar nicht cool. Deswegen stelle ich hier mal ein. Cool. Helene Trödler. Die wollten wir gerade anheuern und sie ist sofort verstorben. Ist ja hübsch. Nein, ich würde hier gerne jemanden anheuern. Denn die dienen uns dann quasi als Leibwache, die wir hier in der Hütte anheuern. Die soll bitte rausgehen. In einem Kontor wird Kriegsmaterial zu günstigen Preisen angeboten. Genau, wir könnten hier das Beutegut der Verborgenen quasi darauf zugreifen. Wir können eine Handwerksanleitung für die Giftdolche erwerben, damit wir diese Giftdolch-Quests machen können. Ich schau mal gerade, Kleinigkeit. was das kostet und was es braucht. Denn Giftdolche werden, wie man hier sieht, die werden des Öfteren gebraucht. Hier gibt es Lederhandschuhe, oder nein, wo war das? Hier glaube ich, oder? Warenhaus. Ihr wurdet angesprochen. Wir brauchen ein Silber, ein Werkzeug und einen Dolch. Ja, ich hole mir die Anleitung mal. Ich meine, es kann ja nicht schaden, wenn man ein bisschen Wissen drüber hat. Und wir Und können uns, da wir nun, Gildenmeister der Sieg sind, ist unser. hier was aussuchen. Wir können zum Beispiel eine Rüstungskiste erwerben. Das mache ich doch mal, denn wir haben ja jetzt eine Fehde mit jemandem. Da kommt mir Rüstung gerade recht. Ihr wurdet angesprochen. Ja, ich möchte die Lieferung bitte Ist erwerben. das? Das ist eben der Vorteil, wenn wir der Gildenmeister sind. Und wir können hier eine Ratsherrenkette erwerben. Ich weiß gar nicht, was Für die Ruhm und Ehre. kostet. Okay, wir haben keinen Platz im Inventar. Egal, geh mal raus. Wir schauen uns jetzt die Rüstungslieferung an. Hierfür ist ein hoher Wert in Schaden. Ah, oh, okay. Ja. Der Sieg ist unser. So, wo ist denn meine liebe Was ist los? Unfreiheit hier? Ja, nee, ich lasse die einfach mal In Ordnung. hier stehen. Er möchte euch neutral eingehen. Ja, okay. Neutral nehme ich natürlich gerne an. Was ist? So, jetzt habe ich den Falschen hingeschickt. Ach, egal. Für Ruhm und Ehre. So. Kleinigkeit.
Oh. Leg die Kiste ins Lager, eins eurer Gebäude und wählt das Gebäude an, um die Kiste ins Lager zu entpacken. Okay. Ich dachte, wir bekommen hier eine zufällige Rüstung. Scheint ja nicht ganz so zu funktionieren. Für die Familie. Vielleicht muss es auch hier sein. Egal. Wir können hier unsere Spelunke aufwerten. Das heißt, wir nehmen erstmal einen neuen Arbeitsplatz und wir holen uns den Badezuber. Damit erhöht sich das Charisma aller Angestellten noch mehr. Wir können übrigens hier auch Piratengrog erforschen. Dann können wir hier Alkohol schmuggeln. Und mit diesem Alkohol können wir dann, ja, den können wir dann ausschenken quasi. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die Rüstungslieferung funktioniert. Legt die Kiste ins Lager eines eurer Gebäude und wählt das Gebäude danach an, um die Kiste ins Lager zu entpacken. Das habe ich ja gerade gemacht. Oder muss ich das hier irgendwo? Nö. Ach hier, Rüstungslieferung entpacken. Oh nein, ich würde die Rüstungskiste ehrlich gesagt ganz gerne hier im Söldnerlager entpacken. Wer weiß, was es gibt. Vielleicht gibt es meinen Angestellten auch einfach nur einen Bonus. Ich weiß es ja nicht. Ich muss es jetzt nur schnell finden. Uah. So. Manchmal hapert es bei mir bei der Bedienung ein bisschen. Okay, abladen. Zurückfahren. So, und du darfst wieder hier betteln gehen. Oh, und wir sind schon ziemlich gut in der Zeit, deshalb bedanke ich mich hier erstmal bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, arrivederci und goodbye.